Publikum. Demokratie braucht Geduld. Die Bundestheater und viele Proben. Sie haben bis heute und nur allein an den Montagen 200 Mal Demokratie von dieser Bühne ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gestellt. Dafür danken wir den Akteuren, Organisatoren, Geldgebern, Bürgerinnen und Bürgern und dass sie oft in einer Person selbstbewusste, ärgerliche, freundliche, kritische und engagierte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ohne sie wäre unser Land viel ärmer. Danke. Aber nun behaupten ja einige der hauptamtlichen Profiteure von Stuttgart 21, dass Stuttgart 21 nicht mehr zu stoppen ist. Das ist falsch. Nichts in der Welt ist unumkehrbar. Das ist rechtlich, politisch und sachlich sogar grottenfalsch. Dass Stuttgart 21 nicht zu stoppen ist. Diese Aussage wird auch nicht richtiger, wenn man sie jeden Morgen gebetsmühlenartig wiederholt. Diese Aussage wird auch dadurch nicht richtiger, wenn sie von Herrn Grube oder von Frau Merkel oder Herrn Oettinger oder Herrn Dittrich kommen. Aber zunächst einmal zum Koalitionsvertrag Rot-Grün. Was steht denn da drin, Werner? Der Wechsel beginnt. Und sonst? Beide Parteien respektieren die jeweils andere Position zu Stuttgart 21. Respekt also! Beide Parteien erwarteten von der Deutschen Bahn, dass die den Bau- und Vergabestopp verlängern würde. Pustekuchen und Pech gehabt. Beide Parteien, Grüne und SPD, haben die Bahn auch höflich darum gebeten, Tatsachen zu schaffen, die das mögliche Ergebnis einer Volksabstimmung nicht konterkarieren. Pustekuchen, Pech gehabt. Im Koalitionsvertrag steht auch, dass die Landesregierung für vollständige Transparenz über Prämissen und Ergebnisse des Stresstests sorgen wird. Pustekuchen, Pech gehabt. Nach Abschluss des Stresstests und der Bewertung der Ergebnisse, so das Versprechen, werden die Kosten von der Deutschen Bahn zusammengestellt und von der Landesregierung geprüft. Und die Landesregierung wird darauf drängen, dass für die Bauabschnitte, für die kein Baurecht besteht, die DB AG unmittelbar nach dem Stresstest Planfeststellungsverfahren einreicht. Überschreiten die Kosten des Projekts Stuttgart 21 inklusive Gäubahn, sofern die überhaupt kommt, den vereinbarten Kostendeckel von 4,5 Milliarden, werden die Mehrkosten nicht bezahlt. So beteiligt sich also das Land an weiteren Mehrkosten nicht. Punkt, Schluss, aus die Maus. Das ist deutlich, das ist Vertragsrecht, das ist vereinbart. Da brauchen wir keinen Hokuspokus und keine Sprechklausel. Und das alles gilt auch für das Risiko später auftretender, ich muss umblättern, Kostensteigerungen über die bislang vereinbarten Beträge hinaus. Sofern der Bauträger nach dem Stresstest und der neuen Kostenrechnung noch an der Realisierung von Stuttgart 21 festhält, wird die Landesregierung eine Volksabstimmung über das Projekt Stuttgart 21 durchführen. Inhalt der Volksabstimmung ist ein Gesetz über die einseitige Kündigung der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen des Landes Baden-Württemberg. Ausstiegsgesetz. Wurden denn die Kosten von S21 ständig aktualisiert? Nein, nie. Waren denn die Ergebnisse des Stresstests transparent? Nein, nie. Also Transparentpapier? Papier ist geduldig. Ganz abgesehen davon, dass da eine Gruppe von Fälschern am Werk war und die tatsächlichen Kosten geschönt hat. Wie die drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts reden.
Merke, lieber Peter, merkt, liebe Gemeinschaft hier, wer Baukosten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte Kosten sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Halt, halt! Aber wenn die alle nach Stammheim kommen, wer soll denn sie dann regieren? Nehmen wir mal an, man würde diese Volksabstimmung als ein politisches Ja zu Stuttgart 21 interpretieren, dann steht dennoch fest, dass eine Volksabstimmung weder Recht noch Gesetz außer Kraft setzen kann. Aber vielleicht haben die einfach genug von Stuttgart 21. Sie wollen, dass dieses Thema nicht mehr auf die Tagesordnung kommt. Du meinst wie wir? Nein, denn wir sprechen ja darüber. Wir diskutieren, wir denken nach, wir argumentieren, wir rätseln. Doch möglicherweise ist dem Ministerpräsidenten das Projekt Stuttgart 21 ganz einfach leid. Er kann es nicht mehr hören. Das verstehe ich ja. Aber vielleicht hat Kretschmann ja auch Angst. Denn die SPD droht ja seit Beginn dieser Koalition unverhüllt damit, sie werde, wenn es um Stuttgart 21 geht, mit der Landtagsmehrheit CDU, SPD und FDP für Stuttgart 21 stimmen. Und das wäre das Ende dieser Koalition, die uns direkt ins Paradies führt. Gut, das kann ich ja alles verstehen. Wer möchte schon in Opposition, da ist ja schon von fast alles besetzt. Aber das rechtfertigt doch nicht die Behauptung der Landesregierung, Stuttgart 21 könne nicht mehr gestoppt werden. Um Himmels Willen, Schretze, glaubst du denn noch ein Wunder? Nur zu Weihnachten und das auch nur vielleicht. Aber es gibt doch viele Entwicklungen, die auch jetzt noch zum Stopp des Projekts Stuttgart 21 führen könnten. Du meinst, wenn zum Beispiel eine Planfeststellung scheitern sollte, zum Beispiel über das geplante Grundwassermanagement? Genau, oder die Filterstrecke. Oder der Flughafenbahnhof. Oder wenn eine notwendige Enteignung am Bundesverfassungsgericht scheitert, weil eine Enteignung nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig ist. Oder wenn die Deutsche Bahn für Stuttgart 21 kein genehmigungsfähiges Brandschutz- und Sicherheitskonzept vorlegen kann. Oder wenn das Land und oder die Stadt den Finanzierungsvertrag zu Stuttgart 21 kündigt, weil sich die Verhältnisse seit Vertragsabschluss so schwerwiegend geändert haben, dass ihnen das Festhalten am Finanzierungsvertrag nicht länger zuzumuten ist. Oder wenn gerichtlich festgestellt wird, dass die Deutsche Bahn nach § 93, 11 und 16, 18 Gesetz kein unwirtschaftliches Projekt betreiben darf. Oder wenn der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn, vertreten durch die Bundesregierung und den Bundestag, feststellt, dass das Projekt aus Haushaltsgründen wegen fehlender Wirtschaftlichkeit und nicht absehbarer Kosten für den Bund eingestellt werden muss. Oder vielleicht, weil ja der Bund neben dem Bundesbeitrag für Stuttgart 21 als Eigentümer der BGW auch durch das Projekt der Deutschen Bahn entstehenden Verluste tragen muss. Oder wenn die geplante Stilllegung der oberirdischen Gleisflächen nach § 11 Allgemeines Eisenbahngesetz scheitert, weil andere Eisenbahnunternehmen der Stilllegung widersprechen. Okay, ich verstehe es schon. Doch das ist nur eine unvollständige Aufzählung möglicher Fälle, an denen Stuttgart 21 scheitern könnte, sagt der für diese Bewegung auch sehr viel gemacht habende Peter Conradi. Kretschmann und die rot-grüne Landesregierung wissen das. Sie mögen das alles für rechtlich und sachlich unwahrscheinlich halten, aber ausschließen können sie es nicht. Und was heißt das in Sachen Volksabstimmung? Die Berufung auf die Volksabstimmung kann natürlich keine einzige verfassungs- oder verwaltungsrechtliche Entscheidung, keinen einzigen technisch-sachlichen Mangel und keine einzige haushalts- oder unternehmensrechtliche Entscheidung des Bundes einfach so außer Kraft setzen. Das sagen übrigens auch die Fachleute, die damit rechnen, dass Stuttgart 21 an Inkompetenz und Unfähigkeit der Deutschen Bahn AG scheitern wird. Ja.
Und auch dagegen wird die Volksabstimmung nicht helfen. Wenn die SPD in der Landesregierung die Stuttgart 21 seit Jahren Unwahrheiten verbreitet, behauptet, Stuttgart 21 könne nicht mehr gestoppt werden, so sagen sie einfach die Unwahrheit. Also, sie lügen. Dass der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann aber wieder besseres Wissen diese Behauptung verbreitet, das ist enttäuschend. Aber nicht enttäuschend ist, meine Damen und Herren, eure Ausdauer, eure Geduld, eure Zivilcourage. Liebe Bürgerinnen und Bürger, alles Gute zur 200. Montagsdemonstration. Alles Gute auch zu Ihrem Hinstehen für demokratische Rechte. Alles Gute zu Ihren Recherchen, zu Ihrer Ausdauer. Solche wie Sie braucht diese Stadt, braucht dieses Land, braucht die Demokratie. Jawohl. Diese Bewegung hat in der Zwischenzeit Kultstatus, ist ein Kulturgut geworden, gehört von der UNESCO als Weltkulturerbe geschützt. Jeder der hier Anwesenden ist ein Kulturschaffender, trägt dazu bei, dass die Öffentlichkeit inklusive der S21-Befürworter informiert wird, bleibt und weiterhin informiert ist. Der Montag hat eine Kontroll- und Wächterfunktion fürs ganze Land. Geben Sie das niemals auf! Oben bleiben!